Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. In diesem Video wollen wir uns mal das brandneue Wolfspeed V4 Tuning Modul für Bosch Active und Performance Motoren anschauen. Mit dem Wolfspeed V4 hat Wolfspeed wirklich ein richtig schönes Tuning Modul auf den Markt gebracht. Und zwar eins, das alle aktuellen Bosch Performance Motoren und Bosch Active Motoren unterstützen soll. Das heißt auch die bis Baujahr 2021, wo sonst oft der berüchtigte 504 Fehler aufgetreten ist, der durch die Anti-Tuning Software verursacht wurde. Wie macht Wolfspeed das? Eigentlich ganz einfach, denn die maximale Unterstützung, die ihr hier einstellen könnt, geht nur noch bis 45 km/h. Und nicht mehr, wie es vorher oft der Fall war, bis 99 km/h oder unlimitiert, also quasi offenes Ende. Dadurch riegelt das Fahrrad jetzt quasi bei 45 km/h ab. Das ist aber eigentlich kein Problem, weil gerade durch die Übersetzung oder auch durch einfach körperliche Kraft und Beintritt konnte man realistisch gesehen nicht viel mehr erreichen, einfach durch pures Strampeln. Das passt einfach von der Übersetzung her nicht. Insofern merkt man davon in der Realität quasi gar nichts, dass das bei 45 km/h abregelt und ist wirklich super brauchbar. Die Installation von diesem Tuning-Modul, die ist eigentlich super einfach, denn die geht Plug and Play. Und wie das genau funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal an. Das Radl steht jetzt schon hier auf der Werkbank. Da können wir jetzt gleich schon schön dran schrauben. Aber jetzt kommt erstmal das Wichtigste und zwar, das habe ich gerade mal bei uns aus dem Lager geholt, einmal das Tuning-Modul. Da habt ihr einmal die Betriebsanleitung dabei und einfach das Tuning-Modul. Kommt in so einem kleinen Tütchen, nicht sehr spektakulär. Wichtig ist, Kurbelabzieher dazu mitbestellen. Das ist bei jedem Fahrrad ein bisschen anders, aber bei diesem hier und eigentlich bei den meisten Bosch-Motoren braucht ihr diesen Kurbelabzieher. Darauf bitte achten. So, also in dem Tütchen ist einmal die Betriebsanleitung, dann das Wolfspeed-Tuning-Modul und dann, damit ihr das alles fein säuberlich verstaut, auch noch zwei Kabelbinder. Und ganz wichtig, der Kurbelabzieher, den braucht ihr ganz oft bei Bosch-Motoren. Wir bauen jetzt mal die Kurbel ab, dafür brauche ich hier einen 8er Imbus. Einfach hier in der Mitte einstecken und dann drehe ich hier einfach an. Ich habe das schon mal ein bisschen angelöst, ja, zack. Und dann kann ich das hier ganz easy einfach schnell rausdrehen. Dann kommt dieses Teil hier raus und als nächstes nehmen wir den Kurbelabzieher. Falls ihr euch fragt, wofür dieses Teil ist, das nicht weglegen, sondern das brauchen wir, damit das hier rausgedrückt wird. Ja. So, ich schraube dieses Teil mal hier rein und dann kann ich das Ding hier schön reinschrauben. Einfach so, dass es komplett drin ist. Und zack, da ist die Kurbel ab. Dann nehme ich hier den Torx-Schraubenzieher und schraube einfach all diese Schräubchen hier los. In meinem Fall benutze ich da einen T8. Der ist relativ klein. So, wir müssen jetzt den und den Stecker hier rausziehen. Dafür nehme ich einfach mal hier die Spitzzange. Zack. Nummer 1. Nummer 2. So sehen die guten Kollegen aus. So, also ihr müsst jetzt quasi den Vierfachstecker hier reinschieben und den Zweifachstecker da rein. Grau auf Grau, Schwarz auf Schwarz, 2 auf 2 und 4 auf 4. Ist eigentlich relativ simpel. Schauen, dass man hier die gleichen Anschlüsse hat. Zack. Und zack, dann kann das hier wieder rein. Wichtig ist, hier oben ist so eine kleine Beschriftung, 1 und 2. Die muss nach oben zeigen und dann könnt ihr das Ganze einfach hier wieder reinschieben. Das gleiche auch für den Viererstecker. Ja. Zack. So, dann machen wir hier noch die Kabelbinder drum, damit das alles schön aufgeräumt ist. Dann die Klappe wieder drauf. So, bei der
Kurbel wollen wir natürlich darauf achten, dass die gegensätzlich ist. Und die schieben wir einfach wieder so da drauf. Und dann schrauben wir das Ganze einfach dem Ding hier wieder fest. Wie gesagt, so schnell geht das Ganze, ganz einfach Plug and Play verbaut. Wirklich kein Hexenwerk, das kann wirklich eigentlich jeder machen. Wir gehen jetzt raus und schauen uns das Ganze nochmal in Action an und wie man das Ganze einstellt. Da sind wir auch schon draußen und jetzt erkläre ich euch nochmal kurz, wie ihr denn das ganze Tuning-Modul einschaltet. Das geht nämlich recht einfach. Einfach hier am Bedienteil 3 Sekunden lang auf die Minustaste drücken. Dann wird euch auch schon die Geschwindigkeit des Supports angezeigt und da könnt ihr jetzt von 25 hochgehen bis auf, wie ich vorhin schon gesagt habe, 45 km/h. Danach geht nichts mehr. Ja. Können auch, wie gesagt, weiter unten einstellen, aber wir stellen es jetzt einfach mal auf 45. Dann einfach kurz warten. Der Tacho resettet sich dann quasi, genau, wieder auf 0 und es passt. Zum Abschalten auch einfach hier wieder 3 Sekunden auf die Minustaste drücken. Dann zeigt ihr euch wieder die werkseitigen 25 km/h und fertig. So, wie gesagt, jetzt geht's los. Helm auf, nicht vergessen. Ja, wir sind ja hier sicher unterwegs. Zack. Eine Runde ums Gebäude, bis gleich. Huah! Uhuhu, mein lieber Herr Gesangsverein, das macht ganz schön Spaß. Ja. Also, ich habe es jetzt geschafft, mit 42 hier ums Gebäude rumzupesen. Dann musste ich aber schon ganz schön strampeln. Ja. Das liegt einfach an der Übersetzung. Das ist genau das, was ich vorhin erzählt habe. Also eine Unterstützung bis 45 km/h reicht euch auf jeden Fall völlig aus. Die Geschwindigkeit wird auch korrekt angezeigt. Das ist nicht wie bei anderen Tuning-Modulen, wo das vielleicht irgendwie halbiert wird oder anderweitig moduliert wird. Das finde ich super. Sieht richtig schön aus. Zwei Sachen noch. Es gibt immer wieder Fragen zu Batterielebensdauer und zu Bremsen. Beides ist kein Problem, weil so E-Bikes werden in anderen Ländern auch komplett ohne Limitierung angeboten und deswegen muss das dafür natürlich auch passen. Ich finde die Wallspeed V4 echt super, kann die nur empfehlen. Ich packe euch den Link zu dem Produkt unten in die Videobeschreibung, denn ihr findet das Ganze bei uns im Shop mit noch ein paar anderen Beschreibungen und Hinweisen dazu. Viel Spaß damit. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß damit wie ich. Und ich verabschiede mich jetzt ins Wochenende. Bis dahin, macht's gut. Ciao.